Herzlich willkommen auf dem Kanal The New Age Gaming. Gaming heißt FIFA 23. Doch bevor wir in dieser Folge in das nächste Pack Opening aus den Ziele Rewards gehen, die Packs sind leider alle untrade, aber eventuell ziehen wir einen krassen spielbaren Spieler. Doch bevor wir da reingehen, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt und schreibt unbedingt in die Kommentare, was eure Träume und Wünsche sind. Denn meine Intention mit diesem Kanal ist es, mithilfe eurer Unterstützung, euch dabei zu unterstützen, eure Träume und Wünsche zu erfüllen. Denn ich bin der Überzeugung, wenn ihr eure Träume und Wünsche in Wahrheit erlebt, strahlt ihr eine ganz andere Energie nach außen, die andere Leute an euch wahrnehmen und sie eventuell dazu inspirieren, ebenfalls nach ihren Träumen und Wünschen im Leben zu gehen. Ich hoffe natürlich, dass davon ein paar auch wieder über diesen Kanal kommen, denn ich will das wirklich machen, denn ich bin davon überzeugt, dass auf lange Sicht in die Gesellschaft damit ein positiver Change kommt, weil desto mehr Leute wirklich die Sachen machen, die sie wirklich im Leben wollen, glaube ich, dass diese glücklicher, zufriedener durchs Leben gehen und das wäre ein Gewinn für die Gesellschaft. So meine Meinung. Wenn ihr dabei sein wollt, unbedingt abonnieren, liken, wie schon gesagt. Aber jetzt gehen wir in die Rewards rein. Und zwar die Ziele-Rewards. Wir haben ein seltenes Spielerpack, Untrade. Ein 2-Spieler-Pack, ein Team of the Week Light-Pack. Untrade und ein Doppelhalter-Banner-Pack. Das werden wir auch zuerst aufmachen, denn das ist nun nicht so wichtig. Deswegen clearen wir das auch gleich. So, in Verein abstoßen, fertig. Dann werden wir jetzt das Team of the Wake Leih-Pack aufmachen. Wir haben Willy Orban gezogen, aber Leihspieler in Form brauchst du eh nicht. Und dann das 2-Spieler-Pack und los geht's. Immerhin Rare-Spieler. Shotline ZDM mit Tommy Ney. Naja, immerhin Man United, aber mit 63 Pace ist der nicht zu retten. Ja, sieht man. Und Henrique auch als Silberspieler. Und jetzt ins seltene Spieler-Pack. Und los geht's. Okay, nur Herspieler. Brasilien, Innenverteidiger, Marquinhos. Da hat mich EA sowas von getrollt. Jetzt ziehe ich Marquinhos. Oh Mann, als Inform sage ich schon, bin schon komplett durch den Wind. Als Walkout, sondern Thiago Silva. 86, aber ich glaube, mit seinem 86er ist er immerhin ein bisschen was wert, wegen Waiting. Werden wir gleich mal reinschauen. Ich kann den Fail immer noch nicht ganz ganz nicht fassen. Naja, immerhin 14.000 oder sowas. Nehmen wir doch mit. Ja, die Duplikate. Schauen wir nochmal, ob wir ein paar Trade haben. Lafon haben wir zum Glück, tradable. Sonst stoßen wir die ganzen ab. Und der ist auch nicht tradable. Okay, und damit alle in den Verein. Nice. Und das war zwar nur ein kurzes Pack-Opening, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Denn ich habe gesehen, dass euch Pack-Openings generell sehr gut gefallen. Ich kann natürlich verstehen, wenn man mitfiebern will. Und für uns alle, denke ich, ist das Pack-Opening eh immer dieser spannende Faktor, ob wir was Krasses ziehen oder nicht. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Like da. Ich bedanke mich wirklich für eure Unterstützung. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, was eure Lebensträume und Herzenswünsche sind. Denn darum geht es auf diesem Kanal. Damit sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.